Hey, hey, Oliver hier. Ich grüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute wieder eine neue Motive-E-Mail für dich und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Motive steht für Motivation, Organisation und Produktivität, Tools, Interessantes, Vertrieb und Network Marketing und das E für Energiemarkt. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Ausgabe. Starten wir gleich mit dem M für Motivation. Ich habe die Tage ihr kennt ja so diese Kettennachrichten, teile diese Nachrichten mit jemand anderem, wenn du sie gut findest. Und da war tatsächlich eine dabei, die ich ziemlich cool fand. Ich lese dir einfach mal vor. Shakespeare sagte, ich fühle mich glücklich. Weißt du warum? Weil ich nichts erwarte. Denn warten und hoffen ist immer schmerzhaft. Alle Probleme haben einen Sinn und eine Bedeutung. Wir werden immer Menschen treffen, denen wir egal sind, auch wenn sie sagen, wir wären wichtig. Es ist wichtig, stark zu sein, denn nach jedem Dunkel und Fallen im Leben kommen auch wirklich gute Dinge. Es existieren keine schlechten Dinge. Sei immer glücklich und lache. Erinnere dich, lebe für dich. Denke daran, atme. Bevor du redest, höre zu. Bevor du schreibst, überlege. Bevor du antwortest, höre zu. Bevor du stirbst, lebe. Bevor du etwas tust, beobachte. Eine schöne Beziehung ist nicht mit der perfekten Person, sondern mit der Person, mit der du lernst zu leben. Mit seinen Fehlern, achte sie. Sonst wirst du irgendwann bereuen, sie verloren zu haben. Und es wird wehtun. Wenn du glücklich sein willst, lebe glücklich. Achte auf die guten Menschen um dich, denn du bist einer von ihnen. Erinner dich, wenn du es am wenigsten erwartest, wird es jemand anderen geben, der dein Leben schöner macht. Zerstöre niemals deine Persönlichkeit für Menschen, die nur vorübergehend da sind. Eine starke Person versucht, ihr Leben in Ordnung zu lassen. Auch mit Tränen in den Augen stellt sie sich auf und sagt mit einem Lächeln, es geht mir gut. Und dann sende diese Nachricht an eine starke Person. Ich mache es gerade. Ja, du siehst, also es ist zwar nicht immer ja sauber geschrieben, deswegen entschuldige auch, wenn da der ein oder andere Fehler jetzt drin war, aber ich fand ihn einfach gut, diesen Text, weil er wichtige Dinge einfach auf den Punkt bringt. Und der Wichtigste ist, dass du dich ja nicht für andere Menschen verbiegen solltest, denn viele Menschen steigen ja wie so in einem Zug in dein Leben ein und dann in der nächsten Station steigen sie wieder aus und du bleibst im Prinzip mit deinen Taten und mit dem zurück, für was du stehst und wenn du da einknickst, dann schadest du dir das selber. Ich gebe dir da gerne ein Beispiel, wenn du ja eine gewisse Grundhaltung hast, zum Beispiel ja anderen Menschen gegenüber, wenn du erwartest, dass man offen und ehrlich miteinander umgeht und dann ein Kunde ja quasi zu dir kommt, sich von dir beraten lässt und dann ja woanders kauft und dann zu dir kommt und sagt, beim nächsten Mal komme ich wieder auf dich zu, dann kannst du einfach für dich entscheiden, ob du diesen Menschen nochmal in deinen Zug einsteigen lässt oder ob du einfach für dich entscheidest, nein, ich gehe einfach oder ich fahre den Weg einfach ohne diese Person weiter. Und ja, letzten Endes, du wirst feststellen, wenn du lernst, mehr Nein zu anderen zu sagen, dann wirst du für dich, ja, dann wirst du dich, ja, stolzer fühlen, du wirst dich weiterentwickeln, du wirst auch wieder viel, viel mehr Zeit, ja, für die richtigen Personen in deinem Leben haben und auch für die wichtigen Dinge. Weiter zum nächsten Step. O für Organisation und ja, da noch Produktivität mit dabei. 15 Tipps, die, ja, du anwenden kannst, falls deine Produktivität oder deine Laune einfach mal nachlässt. Und einer von den 15, der hilft mir immer, ja, egal welche Situation es gerade ist. Und musst nicht immer alle 15 machen, sondern schau einfach immer mal wieder rein, welcher spricht dich gerade an und welcher passt gerade auf deine Situation. Der erste ist, ein guter Tag lebt von einem guten Start. Wasser trinken. Du weißt ja selbst, wir verlieren in der Nacht super viel Flüssigkeit und deswegen hilft es gleich, wenn wir am Anfang des Tages ja ein Glas Wasser dementsprechend trinken, die verlorene Flüssigkeit im Körper einfach wieder zurückzugeben. Dann zweitens, plane deinen Tag. Am besten am Abend davor, dann kann dein Unterbewusstsein die Nacht über schon dich dabei tatkräftig unterstützen, dass der nächste Tag ein voller Erfolg wird. Es hilft dir, dich zu fokussieren, ja, einfach
die Dinge schneller, effektiver abzuarbeiten und du wirst einfach entspannter durch den Tag gehen. Tipp Nummer 3, mach öfter mal so einen Mini-Urlaub, so einen Mikro-Urlaub. Und damit meine ich nicht jetzt irgendwo hinfliegen oder hinfahren, kann man zwar auch machen, aber es geht eigentlich eher darum, dass du dir immer mal wieder ja ein paar Minuten eine kurze Auszeit nimmst, ja, deine Augen schließt und in Gedanken einfach an einen schönen Ort gehst, ja, wo du dir gerade so vorstellen kannst, so ein Ort, an dem du dich rundum wohlfühlst. Ja, das muss jetzt nicht eine tiefe Meditation sein oder so, sondern es reicht einfach so 2 bis 10 Minuten einfach dort in diesem Ort zu verweilen und du wirst dann mit der Zeit ruhiger, belastbarer. Ja, und das überträgt sich natürlich dann auch alles auf deinen Beruf. Tipp Nummer 4, geh joggen. Ja, täglich 30 Minuten an der frischen Luft, sagt man, tut gut. Ja, und wenn es mal nicht mit dem Joggen funktioniert, dann kannst du immer noch eine Runde um den Block gehen. Muss nicht immer Hochleistungssport sein. Aber hilft definitiv weiter. Dann richtig frühstücken, Tipp Nummer 5. Ja, beginn den Tag mit einem Frühstück. Ess frisches Obst am besten. Ja, gewöhn dir an, bewusst zu essen, also nicht tausend Dinge noch dazu zu machen, sondern dich auch aufs Essen zu konzentrieren, Essen gut durchzukauen und das hilft dir, nicht nur gesund zu bleiben, sondern man verliert auch Gewicht. Mach etwas, das dir Spaß und Freude bringt, ist Tipp Nummer 6. Überleg dir eine Aktivität oder etwas, auf was du jetzt gerade Lust hättest und gönn dir das einfach mal. Dann mach öfter Pausen, Tipp Nummer 7. Das ist so für die Workaholics unter uns, ja, das ist so ein Punkt, der mir ja sehr schwer gefallen ist, aber seit ich mir angewöhnt habe, so alle 50 bis 60 Minuten, spätestens alle 90 Minuten, so circa 5 Minuten Pause einfach zu machen, erledige ich meine Aufgaben einfach schneller und entspannter. Tipp Nummer 8, arbeite mit Mindmaps. Auch hier kannst du dein Gehirnhälften dabei helfen, Ordnung und Struktur in den Tag zu bringen. Und Mindmapping ist da eine sehr gute Technik dafür. Tipp Nummer 9, ernähr dich gesund. Ja, auch was wir in unseren Körper reinschütten, ist entscheidend für unsere Vitalität, sei es geistig, sei es körperlich. Versuch möglichst viel ja, Obst, Gemüse, diese Dinge zu essen. Ich weiß, ich sage da nichts Neues, jeder von uns weiß es. Und mir geht es ja auch manchmal so, ja, oft ja, unterliegen wir dann den Versuchungen, den Süßigkeiten oder eben dem fettigen Essen. Aber das ist, wenn wir produktiv arbeiten wollen, natürlich eher kontraproduktiv. Dann Tipp Nummer 10, richtige Atmung. Gerade in stressigen Situationen hilft's, wenn wir einfach die Atmung beobachten, ja, ruhig konzentriert arbeiten. Es gibt auch so eine Regel, ja, dass man einfach 3 Sekunden einatmet, dann macht man dann 3 Sekunden Pause oder 1 Sekunde Pause, wie es für dich am Anfang am leichtesten ist, und dann einfach wieder 3 Sekunden ausatmen. Man kann es auch dann später auf 6 Sekunden ausdehnen und dann kommst du einfach schnell in einen tieferen, entspannteren Zustand. Ja, dann Tipp Nummer 11, finde ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt: Verbanne Energievampire und Zeitdiebe. Meide einfach Menschen und Situationen, die dir Energie abziehen, ja, oder Menschen, die einfach immer nur Zeit beanspruchen, aber dann zum Beispiel gewisse Dinge einfach nicht umsetzen. Ja, trenn dich einfach von allem, was dich nicht glücklich macht. Tipp 12, mach dir ein Bild von deiner Zukunft. Ja, Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern. Die Zukunft, auf die hast du aber jetzt einen Einfluss, nämlich die Zukunft ist wie so ein weißes Blatt Papier und du bist einfach derjenige, der jetzt entscheidet, was auf dieses Blatt Papier drauf kommt. Und wenn du müde bist, ja, kann auch mal ein Powernap helfen, Tipp Nummer 13. Tipp Nummer 14, stell dir einfach bessere Fragen, wenn du ja mal so ein bisschen, ja, vielleicht eine schlechte Laune oder so hast oder einfach nicht so, ja, motiviert bist, ja, frag dich einfach, was kannst du jetzt tun, damit es dir in den nächsten Minuten besser geht, ja, oder wenn du, ja, dich zum Beispiel ständig fragst, warum habe ich so wenig Geld, dann frag dich doch besser, wie komme ich zu mehr Geld, ja, oder wie kann ich mehr Geld verdienen? Das sind alles Fragen, die führen zu einer Lösung. Während du dich fragst, warum geht es mir jetzt nicht so gut, dann bekommst du Gründe, warum es dir nicht so gut geht. Wenn du dich aber fragst, wie geht es mir jetzt besser, was kann ich tun, damit es mir besser geht, dann bist du einfach in einer konstruktiven Richtung unterwegs. Tipp Nummer 15, lache oft und lange. Ja, wir wissen alle, Lachen ist gesund, steckt an und wirkt dann dementsprechend auch auf andere. Okay, weiter geht's.
Zum T wie Tools, ja, in der heutigen digitalen Welt ist es für Unternehmen ja quasi von entscheidender Bedeutung, dass sie ihre Online-Präsenz aufbauen, effektive Marketingstrategien nutzen, in ihrem Business implementieren. Und da möchte ich dir gerne eines meiner Lieblingstools dementsprechend gleich auch wieder näher bringen. Wenn du ja meine Texte schon länger liest oder meine Videos anschaust, dann weißt du, dass ich von Builderall spreche. Builderall ist eine All-in-One-Marketing-Plattform, ja. Und ja, Unternehmen können quasi mit diesen Tools, die in dieser Plattform quasi drin sind, ganz einfach ihr Business dementsprechend steuern. Und gerade wenn du jetzt auch vielleicht kein Team hast, sondern alleine unterwegs bist, dann ist es wichtig, dass du gerade dann mit effektiven Tools ausgestattet bist. Und ich habe dir hier in der E-Mail einen Link zu einem Beitrag verlinkt, wo du siehst als Beispiel, wie schnell und einfach du einen Sales Funnel und einen Mitgliederbereich mit Builderall erstellen kannst. Und das sollte gerade im Network Marketing für, ja, aus meiner Meinung nach oder aus meiner Sicht heraus, ja, für viele schon Standard sein, ist aber nicht so. Was ist ein Sales Funnel? Ganz kurz, im Prinzip besteht ein typischer Sales Funnel aus vier Phasen. Einmal, dass man in die Phase 1, dass man ein Bewusstsein für ein Produkt oder für eine Dienstleistung schafft, ja, dass potenzielle Kunden quasi ja auf dich aufmerksam werden. Dann in der zweiten Phase, dass man quasi in das Interesse des potenziellen Kunden weckt, ja, dass man also Informationen über das Produkt oder die Dienstleistung bereitstellt, um ja einfach das Interesse weiter zu steigern. Und in der Phase 3 will man dann den Kunden quasi ja zu einer Kaufentscheidung hinbewegen, ja, mit Argumenten, mit Testimonials und so weiter, dass man einfach den Kunden ja entweder zu einer Entscheidung dafür oder dagegen dementsprechend bewegt. Und im vierten Schritt geht's dann, oder in der vierten Phase, da wird dann der Kauf abgeschlossen und die Leistung geliefert, ja. Also der Kunde wird dann dementsprechend aufgefordert, eine Aktion durchzuführen, also zum Beispiel den Kauf von einem Produkt, die Anmeldung für einen Service, ein Gratisgespräch etc. Und ein Mitgliederbereich ist eben einfach eine super Möglichkeit. Ich sag mal, gerade digitale Inhalte, ja, schnell und einfach bereitzustellen. Ja, und du kannst dann quasi diesen Prozess vom Sales Funnel bis zur Auslieferung des Produkts ja komplett automatisieren. Und wie du diesen Mitgliederbereich dementsprechend baust, ja, wie du diesen Sales Funnel schnell aufbaust mit Builderall, habe ich dir dann quasi in der Mail dementsprechend verlinkt und kannst du dir dann einfach mal auch das Video anschauen. Geht super einfach, super schnell. Kommen wir zu I für Interessantes, und das ist jetzt so eine Kategorie, die hat zwar überhaupt keinen wichtigen Hintergrund, aber ich hatte einfach Lust, so eine Rubrik mit reinzupacken, ja, so ein bisschen. Finde ich auch immer witzig, wenn man mal was dazulernt, was so überhaupt nichts mit dem Bereich zu tun hat, wo man sich gerade bewegt. Aber vielleicht passt es sogar ja heute ein wenig zum Thema Produktivität. Und zwar, wusstest du, dass ein kurzes Nickerchen nach dem Lernen angeblich dabei helfen soll, dass sich dein Gedächtnis die gelernten Dinge dann besser merken kann? Also ich für meinen Teil werde es definitiv ausprobieren. Finde ich ganz gut, was lernen und danach ein kleines Nickerchen machen. Hört sich super an und ja, werde ich definitiv für mich umsetzen. Und ich würde mich auch freuen, wenn es bei dir ebenfalls funktioniert und du ja mir da mal eine Rückmeldung dazu gibst, wie das ja bei dir quasi funktioniert hat. Punkt Nummer 5, Vertrieb und Network Marketing, Vertrieb und MLM. Auch hier habe ich dir ein Video mit in die Mail gepackt, wo es einfach darum geht, dir eine Anleitung zu geben, wie du im Network Marketing Kunden gewinnen kannst. Und zwar, es geht im Großen und Ganzen darum, dir wirklich mal so einen Leitfaden zu geben, weil immer wieder ja so die eine oder andere Frage kommt, beziehungsweise ist eigentlich mit die Hauptfrage, wie komme ich denn jetzt an neue Kunden oder wie fange ich denn jetzt eigentlich richtig an? Weil ich habe jetzt mir schon so viele Kurse reingezogen, ich habe mir so viel Wissen angeeignet, beziehungsweise mich eingelesen, aber was wären denn jetzt so die entscheidenden Schritte? Und hier gibt es im Prinzip, ich habe es in drei Phasen einfach unterteilt, beziehungsweise vier Phasen, ja, das ist einmal die Vorbereitung, ja, die würde ich jetzt von den Phasen ausnehmen, einfach wo es um diese komplette innere Arbeit geht, aber auch
wo es darum geht, Klarheit zu schaffen, also welches Problem löst du am besten, ja? Welche Vorteile haben deine Kunden, deine Vertriebspartner, wenn sie mit dir zusammenarbeiten? Ja, wo es halt eben um solche Themen dann dementsprechend geht. Und dann in der Phase 1, das ist dann diese kurzfristige Phase, also diese Start- und Lernphase, wo ich grundsätzlich empfehlen würde, wenn du im Network Marketing startest, mit der eigenen Liste sozusagen zu beginnen, nicht um diese Menschen dort als Kunden zu gewinnen, sondern ja, um die ersten Testkunden zu generieren, um die erste Erfahrung in der jeweiligen Branche dementsprechend zu machen. Denn das Teuerste, was du machen kannst, ist, wenn du direkt beim Kunden lernst, weil wenn du dort einen Fehler machst, dann ist es meistens schon einer zu viel gewesen. Ja, dann die Phase 2 beziehungsweise die mittelfristige Phase, das ist dann so die fortgeschrittene Phase. Und auch hier zeige ich dann dementsprechend Beispiele, wie du dann wie du dann zu neuen Kunden kommst. Ja, in der Phase geht es dann darum, verschiedene Wege der Kunden- und Vertriebspartnergewinnung bei dir ja persönlich zu etablieren, weitere Erfahrungen zu sammeln. Ja, das können dann zum Beispiel sein Briefmailing, Telefonakquise, Door-to-Door, bezahlte kostenfreie Werbung in Kleinanzeigenportalen oder durch Pay-per-Click-Werbeanzeigen, ja, natürlich auch E-Mail-Marketing oder Content-Marketing, Social Media dürfen wir hier nicht vergessen, Social Media Marketing, aber auch Flyer-Werbung. Also du siehst, es gibt super viele Möglichkeiten und es geht einfach darum, jetzt hier mehrere Wege zu der klassischen, zum klassischen Empfehlungsmarketing einfach dazu zu bauen, um dich einfach auch ein Stück weit unabhängiger von einer Quelle zu machen, die dir Kunden bringt. Ja, es geht dir gerade darum, dass du dir einen gewissen Marketingmix einfach aufbaust, ja, aus verschiedenen Quellen, ja, die dich permanent mit neuen Anfragen, neuen Interessenten, und dementsprechend auch neuen Kunden, ja, versorgt. Und die dritte Phase ist dann quasi das langfristige, die langfristige Strategie. Da geht es dann einfach darum, dass du beginnst, dir quasi deine eigene Community dementsprechend aufzubauen. Ja, ob das jetzt über Facebook-Gruppen sind, Telegram-Kanäle. Es gibt auch Tools wie zum Beispiel Skool, die sich darauf spezialisiert haben, eine Plattform bereitzustellen, die das Engagement und so weiter dort massiv voranbringt, dass du da eine lebendige Community dementsprechend aufbaust. Aber du merkst schon, wir sind jetzt hier dann schon, ich sag mal, in den, ja, wie will man es nennen, Profi-Strategien sozusagen. Da geht es dann darum, Vorträge halten. Ja, auch Vorträge sind ein toller Weg. Ja, dir deine Brand, deine Marke, deine Community aufzubauen. Es geht um Influencer-Marketing, Networking-Veranstaltungen, Visitenkartenpartys, ja, und Webinare, egal ob du die jetzt live oder automatisiert machst, um Suchmaschinenoptimierung, ja. Also du siehst, es gibt super viele Möglichkeiten, wie man Kunden gewinnen kann. Und darauf gehe ich in diesem Video dementsprechend ein. Und ja. Lass uns da dann einfach jetzt weiter zur letzten Kategorie gehen, nämlich E für Energiemarkt. Und da habe ich heute mal so ein kleines Thema rausgesucht, wo es einfach um die Gasgrundversorgung geht, welche Rolle sie spielt in der ja, Energieversorgung vieler Haushalte. Und habt ihr auch hier dementsprechend quasi ja die einzelnen Fragen aus einem Blogbeitrag bereitgestellt. Ja, also ich gehe darauf ein, was ist die Gasgrundversorgung, wer ist dafür zuständig, wie berechnet man den Gasverbrauch, welche Kosten entstehen, welche Vertragsarten gibt es, wie funktioniert die Gaszählerablesung, wie oft erfolgt sie, was passiert, wenn mal ein Gasunfall auftreten sollte, wer ist dafür verantwortlich, wie kann man den Anbieter wechseln und so weiter und so fort. Und das würde jetzt natürlich den Rahmen hier dieses Audios sprengen, aber wenn dich das Thema interessiert, dann schau unbedingt ja, auf meiner Seite vorbei. Habt ihr dort alles verlinkt? Die Mail ist, wie gesagt, dann öffentlich auf meinem Blog auch zu finden und du findest sie auch dann hier unterhalb ja, dieser Sprachnachricht. In diesem Sinne, wenn du oder wann immer du bereit bist, ja, hast du verschiedene Möglichkeiten, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, beziehungsweise wie ich dir weiterhelfen kann. Du kannst dich zu meinem kostenfreien Newsletter anmelden, bekommst du Tipps und Trainings wie dieses hier.
Du findest dort weitere Gratis-Trainings und Freebies. Du kannst dir einen kostenlosen Zugang zu einem Mitgliederbereich anlegen, wo ich kostenfreie Kurse hinterlegt habe. Du kannst aber, wenn du auch weitergehen willst, ja, zum Beispiel den MLM Online-Profi kaufen, wo du erfährst, wie du täglich online neue Partner für dein MLM-Geschäft gewinnst. Ja, du kannst dir die weiteren Videotrainings holen und Teil meines Teams werden. Ja, oder falls du eine Energieberatung haben möchtest, kannst du die Tarife entweder online über meine Seite abschließen oder dementsprechend einfach ein Gespräch anfordern. Also du siehst viele Möglichkeiten und ja, ich hoffe auch, dass dieses neue Format dir genauso gefällt wie mir. Ich finde es ja sehr ansprechend. Lass mir doch einfach mal ein Feedback da, wie es für euch ist. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Und wie gesagt, wenn ja diese Nachricht dir hier gefallen hat, dann teilt sie doch gern mit deinem Netzwerk. Man weiß nie, ja, für wen diese Informationen interessant sind. In diesem Sinne, alles Gute, maximalen Erfolg, macht's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.